Katrin kenne ich jetzt seit 2015, glaube ich, ungefähr seit 5 Jahren. Und seit 4 Jahren denke ich, bei Katrin möchte ich gerne mal irgendwas machen. Hat sich aber bisher nie ergeben. Wir haben uns dann auch mal persönlich kennengelernt, 2 oder 3 Mal schon persönlich gesehen. Und ich habe immer gedacht, bei Katrin mache ich irgendwann mal was. Im Februar war es dann jetzt soweit. Ich kam gerade aus einem anderen Kurs, da habe ich Launchen gelernt und habe da auch meine erste Challenge veranstaltet und meinen ersten Online-Kurs in die Welt gebracht. Aufgeräumt ins Jahr 2020. Und als dann der Aufruf kam zur Raketen-Challenge, wusste ich sofort, jetzt ist es soweit, ich muss mitmachen. Und mir war in dem Moment, als ich mich angemeldet habe, klar, ich muss den Kurs machen. Es hat mich magisch hingezogen, anders kann ich es nicht sagen. Und für mich und mein Business war es das Beste, was ich hätte machen können. Ich sitze gerade hier und kriege Gänsehaut, weil dieser Kurs einfach so groß ist, so aufregend war in der Summe und so viel Inhalt bietet, so eine Energie hat und Begleitung einfach durch Katrin und ihr Team. Ganz ehrlich, wer den Kurs nicht schafft, dann weiß ich es auch nicht. Also, das kann eigentlich nur was werden, wenn man dranbleibt, wenn man mitmacht und sich auch mitziehen lässt und auch mal darauf einfach einlässt und auch macht, was einfach der Kurs bietet und nacheinander abarbeitet. Ja, da kann nichts schief gehen. Ich habe im Mai dann mein erstes Webinar gemacht zum Thema Papierkram und hatte beim ersten Durchlauf 180 Anmeldungen. 76 waren live dabei und dann habe ich nämlich gedacht, okay, war super, geht noch besser, mache ich eine Woche später nochmal. Habe das Webinar nochmal gehalten, da waren es dann nur noch 100 Anmeldungen und 30 waren live dabei. Aber in Summe bin ich ganz zufrieden damit, weil ich 7 Kurse verkauft habe und insgesamt einen Umsatz von 2700 Euro gemacht habe. Und ja, für mich war dieser Kurs einfach, hat mir echt nochmal so einen richtigen Sprung gegeben. Diese Webinarangst, die ich vorher hatte, völlig unbegründet. Ja, ich war total aufgekratzt. Ich war ein paar Mal im Fernsehen vorher. Das war nicht so aufregend, wie das Webinar zu halten. Warum, weiß ich auch nicht. Aber jetzt weiß ich, dass es nichts mehr, was mir Angst machen muss in meinem Business. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einfach einen Kurs in die Welt zu bringen und ich werde das weiter tun. Und diesen Kurs zu machen, als dieser Kurs vorbei war, ehrlich gesagt, ich war ganz schön traurig. es war einfach so eine tolle Begleitung und so ein tolles Miteinander, auch im Kurs und so ein wertschätzender Umgang auch unter den Teilnehmern. Und natürlich gibt es auch ein Mastermind-Team für mich aus diesem Kurs und diese 3 Mädels, also wir sind zu viert. Unfassbar. Wir haben uns echt gesucht und gefunden und auch jetzt noch vergeht, wie viel haben wir denn? Juli, August, 3 Monate später, 3 Monate später oder nach Ende des Kurses, wo wir immer noch fast täglich miteinander sprechen und uns gegenseitig unterstützen und ja, helfen. Man kann jederzeit jede Frage stellen und allein das ist schon großartig und macht diesen Kurs schon Gold wert. Und der Kurs an sich ist so umfangreich. Ich habe jetzt noch nicht alles nachgeguckt. Also diverse Q&As, wo ich einfach nicht dabei sein konnte oder Facebook Lives, die Aufzeichnung davon. Auch das fand ich super, ne? Dass ich jederzeit in einem Minutenablauf gucken kann, wann ist welche Frage und welches Thema dran und kann mir immer das rauspicken, was ich auch gerade brauche. Also auch da merkt man auch im Team, jeder hat so seine Aufgabe und das ergänzt sich so super miteinander. Ja, das ist so auch der Funke, der überspringt, ne? Einfach zu merken, dass Katrin und ihr Team super zusammenpassen, dass das ein ganz tolles Miteinander ist und das springt auch so über in diesen Kurs und auch in die Energie der Facebook-Gruppe. Also ich fand es in Summe einfach mega, mega. Ich wusste am Anfang noch nicht, wie ich den Kurs bezahle, aber die Frage hat sich nicht gestellt, weil es ist, ich musste das einfach machen. Ich musste das machen. Und einfach für mich ein Glückstreffer, das habe ich jetzt getan und ich werde einfach so weitermachen und ein paar Dinge noch nacharbeiten und das einfach wieder und wieder und wieder machen. Und das kann das nur zum Erfolg führen. Also, wenn du zweifelst, stell mir jederzeit die Frage. Ich beantworte dir alle, wie du wissen willst. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, sich auch darauf einzulassen, das auszuprobieren und einfach mit dem Wissen immer aufgefangen zu werden und jede Frage, und sei sie, kommt sie einem noch so blöd vor, jede Frage zu stellen und jede wird beantwortet. Und ja, es ist einfach so eine Unterstützung. Es ist nur gut. Es ist einfach nur gut. Und für mich, wie gesagt, war es echt das Beste. Also, ich bin Ursula Kittner. Ich bin die Ordnungsexpertin und seit 2014 mit meinem Business unterwegs. Mich kann man in 1:1 Coachings buchen, online oder auch offline. Und es gibt Online-Kurse von mir und ich habe den Ordnungspodcast. Den betreibe ich jetzt seit 2 Jahren und es macht mir alles unfassbar viel Freude und es ist auch total spannend, weil es gibt immer irgendwas Neues und auch durch solche Kurse, es entsteht immer wieder was Neues, immer wieder neue Ideen und ich kann nur jedem sagen, Mut tut gut, einfach machen und ja, freu dich drauf, es wird großartig.